Ladies and gentlemen, this is Radio Free Pangaea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Here I'm standing face to face at Pangaea's eastern border with Hallo. The middle of northern waters. Schönen guten Tag. Heute Montag, der 16. Oktober 2017. Der Tag danach in Niedersachsen und der Tag danach in Österreich. Beides verbindet irgendwie so der normale kritische Beobachter. Kommt zu Schlüssen. Und das Beste, was ich heute Morgen gehört habe, irgendwo, war ein netter Spruch. Wir lieben den Verrat, aber nicht den Verräter. Das bezog sich A auf die Niedersachsenwahl, aber ich beziehe das mal auf alle die Schwätzer, die heute nach so einer Wahl, nach so einem Ergebnis wie in Niedersachsen, jetzt auf die Bundestagswahl nochmal hauen, auf die Wahlsiegerin. Und jetzt war und ist nun alles verkehrt und in Frage zu stellen. Dabei wird das die möglichen Koalitionsverhandlungen um Jamaika, darum geht es ja wohl, nur kurz, habe ich ja dann später meinen Beitrag auch genannt, nur kurz, alles Jamaika oder was? Ja, ich kann dem Ergebnis in Österreich nichts abgewinnen. Es tut mir leid. Ich habe meine kritische Meinung zum Jungvolk immer wieder kundgetan. Ich habe mich immer wieder geäußert, wie politische Verantwortung überhaupt sich herausbilden sollte, auf welche Schulter man Verantwortung legen sollte, nachdem man erstmal A gearbeitet hat und B dann das Volk wirklich kennenlernen und nicht nur als so ein, Entschuldigung, den Tempers entsprungener Jüngling, lieber Kerl vielleicht, aber auch vielleicht noch etwas überschätzt. Ne? Wunderbar, hier heute Morgen aus Österreich sind zwei Karikaturisten oder Komiker, ich habe sie noch nie gehört, nicht Karikaturisten, das waren zwei Comedians, nennt man das doch heute neu. Ne? Wie hießen die? Gebrüder Moped. Ich glaube, Gebrüder Moped, ja. Und die hatten bezogen auf ihre Beiträge vom Moderator die Frage gestellt bekommen, äußert er sich denn auch? Hat er sich denn mal gemeldet? Das geht gar nicht, haben die gesagt. Der ist eine Maschine, der ist ein Merchandising-Produkt. Und das ist eine Maschine, da kann man nicht zwischendrin fragen. Das läuft ab und kann ich nur bestätigen. Kommen Sie zu mir auf meine Wolke 7. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es nachher noch auf Dailymotion tue. Auf YouTube ja, okay. Aber Dailymotion entpuppt sich auch immer mehr als genau dieses Medium der Idiotie. Das mit dem Liedchen, das ich da unterlegt habe, Radio Insanity. Also Wahnsinn. Ja, ja. Das wahnsinnige Radio oder alle, die darin tätig sind. Also, hinauf auf meine Wolke 7. Wir beleuchten so ein bisschen das Wahlergebnis und kommen dann natürlich mit ein paar spitzen Zungen, ob rot, ob grün, ob schwarz, ob blau, sobald am Troge frisst die Sau und so weiter und so weiter. Also, ich freue mich auf Sie. Ja, bis dann.